Oberndorf ist meine Heimat und Oberndorf ist das, wo ich sage, ich gebe der Haustür aus, ich sehe die Leute, ich grüße die Leute, ich kenne die Leute und es ist so schön. Und was ich mir einfach nicht anders vorstellen kann. Mir ist am wichtigsten, dass wir alle gemeinsam über jede Parteigrenze hinweg die Ziele verfolgen. Weil jeder hat konstruktive Ideen und die Ideen, wo es auch jeder hat, da muss man schauen, dass man die auf einen gemeinsamen Nenner bringt und dass man die umsetzt. Ich engagiere mich für den Georg Tschunscher, weil er zuhört. Er ist ein Mensch, der kommt auf die zu, der hört dazu und der setzt das um, soweit es für ihn geht. Er verspricht nichts, aber er verspricht, dass er sich einsetzt dafür. Und das ist was, was mir besonders wichtig ist. Der hat ein Gefühl. Der hat ein Gefühl für die Menschen. Der geht auf die Menschen zu und lässt sich auf das ein. Und das ist ganz, ganz wichtig in meinen Augen, weil nur so kann man was bewegen. Und wenn wir alle helfen und wenn wir alle zusammen helfen, dann lässt sich so viel bewegen, nämlich für unser Oberndorf. Und das wollen wir. Alle Oberndorfer, ihr wisst, am 10. März sind die Wahlen. Und ich kann da eins sagen, nicht daheim sitzen und schimpfen, was in Oberndorf nicht passt, sondern kommt zu uns, kommt in die Wahllokale, unterstützt dann Georg und wir setzen das alle gemeinsam um. Auch jeder ist eingeladen und wir freuen uns auf euch.